Nach der stärksten Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit 2006 bewegten sich die Pegelstände am Donnerstagvormittag schon fast wieder auf einem normalen Niveau. Hier in Wismar liefen in der Nacht bei einem Pegelstand von über 1,80 Meter im Hafenbereich der Altstadt einige Keller voll. Teile des alten Hafens wurden überflutet. Nach Mitternacht waren die Wasserstände aber wieder zurückgegangen. Die Schäden hier, so ein erster Eindruck, halten sich in Grenzen. Anders als auf Rügen und Usedom, wo Berichten zufolge Teile der Steilküste abgebrochen sein sollen. Ursache für die Sturmflut war das Tief Axel und der derzeit generell hohe Wasserstand in der Ostsee. Jan Inneken, Eisenwarenhändler am Wismarer Hafen, ist noch einmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ja, also wir waren hier bis 0.30 Uhr im Einsatz und dank vieler Freunde, die da mitgeholfen haben, konnten wir den Wasserstand niedrig halten im Laden. Zwei Pumpen liefen ständig durch und das hat einen Haufen gebracht. Ich bin dankbar den Freunden, die da geholfen haben. Am frühen Donnerstagmorgen zog Tief Axel über die Ostsee weiter nach Weißrussland. Noch lässt sich nicht abschätzen, wie hoch die entstandenen Schäden an den Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind. Ist es? Halt, ich habe auf den Boden geguckt. Fuck you, ey. Und dann wollte ich euch noch sagen, ich habe mich verliebt. Mann! Ah, scheiße. Ah! Die spielen heute alle Effekte. Ja, da denkt man, Bastian Jottas Sexpick-Sause inklusive bumsblauer Fleck inklusive. Den gucken wir uns mal genauer an. Also den Paul. Tja, da denkt man, Bastian Jottas. Das könnt ihr die anderen royalen Damen aus Europa nämlich erstmal nachmachen. Die sind nämlich gar nicht mal fuck you. Inklusive blauem Bumsfleck. Nicht in den fucking Social Networks. Habe ich gerade fucking gesagt? Blauem Bumsfleck. Und nein, dieses Foto zeigt kein Party-Outfit für einen. Fuck you, ey. Blauer Bumsfleck. Ich habe auch noch viel zu wenig gegessen heute. Blauer Bumsfleck. Was ist denn an diesem Foto so schwierig? Was anderes macht es nicht besser. Man muss einfach ganz viel ficken sagen. Nochmal, scheiße. Kein Party-Outfit für eine Motto. Oh, ich könnte also ausflippen. Ich höre hier irgendwelche komischen Stimmen. Hast du die auch im Studio? Ich mach halt mal ein Statement. Mal ein Statement machen. Ach so. Macht man so, wenn man 24 ist. Der war gut. Auch an Witz fehlt es den Hadiz Rataschkowskis. Und wieder andere. Und da möchte ich. Meine Güte, kann doch wohl nicht so schwer sein. Dicke Scheiße. Und wieder andere. Und da möchte ich mich. Grund. Ne, diesen. 175.000 Abonnenten hat die. Vielleicht kann ich das noch einbauen. Hängt mir hier hinten irgendwas? Ach, das Kabel. Komm, wir fangen direkt an. Haha, das war ich nochmal. Nee, ich mach nochmal, sorry. Das ist das Blöde, wenn ich lache. Nee, den mach ich nochmal, sorry. Mach ich nochmal. Ja, ich mach, den mach ich nochmal, sorry. Und natürlich hat die Frau. Mann! Ah! Naja, na gut, wir machen's nochmal. Ich bin heute irgendwie so. Down. Hallo? Seid ihr noch da? Ich sage jetzt noch, nächste Woche übernimmt hier der Gerstenberger. Viel Spaß mit dem, ich bin dann mal in Manhattan. Und dann drücke ich auf den Knopf und, und da sage ich tschüss. Bis Donnerstag. Moin, tschüss. Heute konnte die Witwe des XXL Ostfriesen Tammerhanken lebend aus diesem völlig zerstörten Fahrzeug gerettet werden. Am frühen Silvestermorgen krachte Carmen Hanken im niedersächsischen Jemgum mit ihrem Pferdetransporter frontal in den Baum.
Eine Ölspur auf der Fahrbahn soll die Ursache für den Unfall gewesen sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die 56-Jährige aber binnen 10 Minuten aus dem Fahrzeug befreien und ein Rettungswagen brachte sie dann in ein Krankenhaus. Ein erneut schwerer Schlag für Carmen Hanken. Am letzten Tag in 2016, nachdem sie mit dem Tod ihres Mannes Tamme vor knapp 3 Monaten bereits eine so schwere Tragödie verarbeitet. Kalifornien staunten nicht schlecht, als sie am Neujahrstag auf das Wahrzeichen Hollywoods blickten. Hollyweed stand in den Hügeln hoch über Los Angeles. Weed ist in den USA der Begriff für Marihuana. Vor rund 2 Monaten erst hatten Wähler in einer Volksabstimmung für eine generelle Legalisierung von Marihuana für Erwachsene gestimmt. Es war nicht das erste Mal, dass der Hollywood-Schriftzug in Hollyweed verwandelt wurde. Ein Kunststudent hatte sich den Scherz bereits zum Neujahr 1976 erlaubt. Auf dem Röntgenbild ist sie deutlich zu sehen. Eine OP-Klemme, die nach einem Eingriff in der Bauchhöhle des Patienten vergessen wurde. Er selbst wusste nichts davon. Marwan Nat aus Vietnam lebte über Jahre mit dem 15 cm langen Operationsbesteck in seinem Körper. Immer wiederkehrende Schmerzen schrieben seine Ärzte einem Geschwür zu und verschrieben Schmerzmittel. 18 Jahre lang. Bei einer Ultraschalluntersuchung nach einem Unfall wurde ein Arzt nun doch stutzig und entdeckte die Klemme. Ein Team von Chirurgen entfernte daraufhin das Objekt. Die heutige Direktorin der Klinik. Wir versuchen, alle Mitglieder des OP-Teams von damals ausfindig zu machen. Auch wenn sie schon im Ruhestand sind, werden wir sie über diesen Vorfall informieren, der in ihre Dienstzeit fiel. Ich hoffe, das kann allen Ärzten, besonders Chirurgen, eine Lehre sein. Berichte über Behandlungsfehler sind in Vietnam nicht selten. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise mehrere Menschen an den falschen Gliedmaßen operiert. Und mindestens 3 Männern wurde nach Bluttests eine Schwangerschaft attestiert. Now straighten up. Whee! 5 minutes on the nose. Vielerorts geht der Trend beim Biergenuss weg vom Einheitsgeschmack der Braukonzerne hin zu neuen, handwerklich gebrauten Sorten, den sogenannten Craft-Bieren. Eine große Vielfalt erfreut mittlerweile auch in Großbritannien Bierkenner und Pubbesucher.
Eine Londoner Brauerei will die Idee des individuellen Biergenusses nun noch weiter auf die Spitze treiben. Mit exklusiv gebrautem Bier, passend zum Gencode des Trinkers. Braumeister Kieran Giblin. Wir schauen uns die DNA der Person an und erstellen ein Geschmacksprofil, etwa ob sie bittere Noten besonders wahrnimmt oder süße. Dann brauen wir ein Bier mit der dazu passenden Charakteristik, maßgeschneidert auf die Geschmacksknospen. Leider ist der Produktionsaufwand nicht im Rahmen eines abendlichen Kneipenbesuchs zu bewerkstelligen. Per Speichelprobe wird zunächst von einem externen Dienstleister das Erbgut des Kunden untersucht. Besonders interessant ist das für die Bitterstoffrezeptoren verantwortliche Gen TAS2R38. Das ist ein komplexer Prozess. Wir schütten nicht einfach alles zusammen und ab die Post. Auch die minimale Abnahmemenge ist wohl nichts für den Gelegenheitsgenießer. 12 Hektoliter wollen erstmal getrunken sein. Der Preis rund 30.000 Euro. Dafür darf man dann vom Etikett bis hin zum passenden Bierglas alles mitgestalten. Prost! Aus dem Nichts zieht sie auf, die weiße Gefahr. Dieses Zeitraffer-Video zeigt, wie eine Smogwolke Chinas Millionenmetropole Peking einhüllt. Seit Freitag sind die Feinstaubwerte in vielen Städten Chinas deutlich überschritten. Erst zum Ende der Woche rechnen die Behörden mit einer Entwarnung. Bis dahin gilt in Peking die zweithöchste Alarmstufe Orange. Feinstaubgefahr herrscht vor allem im Norden Chinas. Bei kaltem Wetter im Winter steigt rapide der Energiebedarf. Dieser wird vor allem durch Kohlekraftwerke gedeckt. Umweltorganisationen werfen der chinesischen Regierung seit langem vor, nicht entschlossen genug gegen den Smog vorzugehen. Schon Mitte Dezember hatte eine gewaltige Smogglocke das Leben von Millionen Menschen in Nordchina über Tage gefährdet. Wir haben ihn gerade überfallen. Nach Science-Fiction-Autoren ginge, wäre ein fliegendes Auto schon längst das Standardfortbewegungsmittel im 21. Jahrhundert.
Mit diesem Prototyp des israelischen Unternehmens Urban Aeronautics könnten die Entwickler diesem Ziel einen Schritt näher gekommen sein. Der Firmengründer Rafi Yoeli sieht bereits viele Einsatzmöglichkeiten. Es ist nur so groß wie ein Auto und startet senkrecht. Es kann bis zu 500 Kilogramm schwere Fracht transportieren, und zwar bis zu 70 Kilometer weit und wieder zurück. Es ist einmalig. Kein anderes Fahrzeug braucht dabei so wenig Platz für die Landung. Denn anders als beim Hubschrauber sind die Rotoren beim sogenannten Cormorant innenliegend. Das macht Starts und Landungen in umwegigem Gelände möglich. 15 Jahre lang haben die Entwickler an dem Gerät gearbeitet. Ein Interesse könnte seitens des Militärs bestehen. Denkbar wären Einsätze in kontaminierten Gebieten. 2020 sollen die Geräte für umgerechnet knapp 14 Millionen Euro pro Stück zu haben sein. Endlich der so lange erwartete Niederschlag und dann noch in Form von Schnee. Das trieb Einwohner und Besucher in den höheren Lagen des indischen Teils von Kaschmir am Dienstag ins Freie. Freude herrschte nicht einfach, weil die Menschen die weiße Decke hier im Erholungsort Gulmarg schön fanden, sondern auch, weil damit offenbar der längsten Trockenperiode seit 40 Jahren ein Ende bereitet wurde. Jetzt hat es begonnen zu schneien, den Schnee hier feiern die Leute überall. Alle sind hergekommen, um es zu sehen. Dieser erste Schneefall soll nun auch den Tourismus ankurbeln. Immerhin steht bald der Schneekarneval ins Haus. Und Besucher sind wichtig für viele Einwohner Kaschmirs, die mit dem Fremdenverkehr direkt oder indirekt ihr Geld verdienen. Gulmarg ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Davon sollen jetzt, so hofft man hier, noch mehr kommen. Die ersten Nonnen haben sich offenbar schon mit Burger und Co. versorgt. Vielleicht trieb sie auch schlicht die Neugier. Doch die Eröffnung einer Filiale der Fastfood-Kette McDonald's nahe des Petersplatzes sorgt bei manchen für Unverständnis. So haben sich Kardinäle gegenüber örtlichen Medien beschwert, sie seien nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen, den umstrittenen Mieter in dem vatikaneigenen Gebäude zuzulassen. Und überhaupt schade das neue Erscheinungsbild der römischen Nachbarschaft außerhalb der Vatikanmauern. Dort gingen die Meinungen am Dienstag auseinander. Ich finde, es gibt auf der Welt ernstere Probleme als die Frage, ob sich ein McDonald's zu nahe am Petersplatz befindet. Andere Skandale sind da gewichtiger. Und auf Nachfrage sagt er, das ist ganz bestimmt nicht mein Lieblingsrestaurant, aber wenn es sein muss, kann ich selbst bei McDonald's essen. Ich gehe nie zu McDonald's. Pizza ist mir lieber. Das ist doch egal. Ich arbeite in der Nähe und habe kein Problem damit. Alles, was der Wirtschaft unseres Landes dient, geht in Ordnung. Was der Papst von dem neuen Nachbarn in Sichtweite hält, ist wenig überraschend nicht bekannt. Die Filiale öffnete offiziell bereits am 31. Dezember. Die dazu nötigen Arbeiten sollen außerordentlich schnell gegangen sein. Bereits seit langem ist das mittelalterliche Viertel Borgo Pio geprägt von Läden mit religiösen Souvenirs und mehr oder eher weniger hochwertigen Essensangeboten. Wie die Vatikan-Touristen das nun noch globalisierter daherkommende Angebot annehmen, bleibt abzuwarten. Zumindest hat der US-Konzern durch die Lage schon einmal werbewirksam auf sich aufmerksam gemacht. Das Firmenvideo zeigt, wie Fahrzeuge der Marke Ford im US-Bundesstaat Michigan zusammengebaut werden. Das ist wohl ganz im Sinne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Nach dessen scharfer Kritik streicht der zweitgrößte US-Autobauer eine geplante Rieseninvestition in Mexiko. 700 Millionen Dollar sollen nun in ein Werk in Michigan investiert werden. Ein 1,6 Milliarden Dollar teures Werk in San Luis Potosi wird hingegen doch nicht gebaut. Dort reagierten Einwohner enttäuscht. Trump scheint eine schlechte Politik zu verfolgen, denn er mischt sich in die Globalisierung von Unternehmen ein. Die will er in die USA holen und das betrifft Mexiko. Mexikanische Behörden gaben an, Ford werde alle öffentlichen Ausgaben für das gestrichene Werk erstatten. Der zuständige Gouverneur Juan Manuel Carreras schlug versöhnliche Töne an. Zweifelsohne hätten wir das Zustandekommen dieser Investition geliebt. Wir verstehen, dass sich der Markt und die Geschäftspläne von Konzernen an verschiedenen Umständen ausrichten. Ford-Chef Mark Fields begründete die Entscheidung gegen Mexiko vor allem mit unternehmerischen Motiven. Trump selbst verbuchte die Entscheidung des Autobauers als Erfolg für sich.
In einem diesbezüglichen Tweet hieß es, Fords Entscheidung sei das Ergebnis der Politik des künftigen Präsidenten. Der hatte im Wahlkampf Firmen wie Ford wegen der Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer wie Mexiko attackiert. Dem Ford-Rivalen General Motors drohte Trump am Dienstag Strafzölle an, sollten weiter Fahrzeuge aus Mexiko eingeführt werden. Das ist das Gesicht eines dreisten Diebs. Zusammen mit einem Komplizen hat er in der Silvesternacht eine Stadtvilla in Frankfurt ausgeraubt. Die Beute: Edelkleidung, teurer Schmuck und Bargeld. Gesamtwert 150.000 Euro. Die Opfer sind keine geringeren als Meharit, die Witwe des verstorbenen Bierkönigs Bruno Schubert, und ihr Verlobter Peter Hennige. Das Paar entdeckt den Einbruch, als es um 3 Uhr nachts nach Hause kommt. Jetzt fahndet die Polizei mit dem Foto aus der Überwachungskamera nach einem der Räuber. Für Hinweise, die zum Täter führen, ist eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt. Daniela Katzenberger kennt mal wieder kein Maß und lässt sich die kompletten Arme tätowieren. Oder doch nicht? Kathi Hummels soll schwanger sein und überzeugt alle mit diesen Fotos vom Gegenteil. Oder doch nicht? Und Kim Kardashian und Justin Bieber sind zurück bei Instagram. Was haben wir sie vermisst? Oder doch nicht? Los geht die Bildbox. Ich bin Laura. Oder doch nicht? Also, um die Befürchtung der Fans direkt im Rahmen zu halten, das sind natürlich keine echten Tattoos bei der Katze. Also, noch nicht. Denn offenbar hat sie schon Bock drauf, ist sich aber noch nicht so ganz sicher und deshalb befragt sie erstmal ihre Fanbase. Tja, und was soll man sagen? Wird wohl nichts mit den Tattoos. Zu peinlich, selbst für dich. Ohne Tattoos warst du viel schöner. Ich hasse Tattoos. Mir gefällt es nicht. Nee, schrecklich. Schreck dir nicht. Gut, haben wir das auch geklärt. Ach so, und Katze, falls du so aussehen möchtest wie Sophia Tomalla, fang doch erstmal mit der Haarfarbe an. Übrigens soll man die Haare ja nicht mehr blondieren, wenn man schwanger ist, ne? Warum erzähle ich das? Um zu Kathi Hummels überzuleiten, weil alle von ihr denken, dass sie da nicht mehr ganz alleine unterwegs ist. Weshalb jetzt halt der Mats das mit den Haarefärben übernimmt. Ja, nee, das war jetzt mal ein Spaß ausnahmsweise. Aber auch Kathi bekommt natürlich mit, dass alle glauben, sie sei schwanger, weshalb sie für meinen Geschmack ein bisschen zu angestrengt und offensiv Gegenbeweise postet. Ich meine, ja, vielen Dank für den Hinweis, dass es an Silvester ruhig auch mal ein Champagner sein darf. Wären wir jetzt von alleine gar nicht drauf gekommen. Und ja, vielen Dank auch für das bauchfreie Outfit auf dem aktuellsten Foto. Wenn das denn mal aktuell ist, ne? Also ich will ihr da jetzt nichts unterstellen. Aber denkt an meine Worte, sollten die beiden in ein paar Wochen alles offiziell machen. So, und habt ihr es bei Instagram ohne Kim Kardashian und Justin Bieber auch kaum noch ausgehalten? Wie dem auch sei, they're both back on track. Bieber relativ unspektakulär mit diesem Account hier, den er gar nicht selber pflegt, sondern sein bester Kumpel. Da würde ich den Interessierten unter euch also doch weiterhin den Account von seinem Vater Jeremy empfehlen. Da tritt das Nagetier nämlich relativ häufig auf. Mrs. Kardashian West scheint wirklich selber wieder da zu sein und bemüht sich auch gleich um ein ganz neues Image. Halbnackte Porno-Presswurst mit Aufmerksamkeitsdefizit ist Vergangenheit. Vollsorgende Ehefrau und liebevolle Mami, jetzt das angesagte Image. Also ist jetzt meine Interpretation vom ersten Insta-Post und diesem Video hier, was sie bei Twitter hochgeladen hat. Was im Übrigen total schön wäre und rührend sogar, wenn es halt nicht Kim Kardashian wäre. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich auch schon wieder für diese Woche. Am Dienstag sind wir mit neuen Geschichten aus der Promi-Social-Welt wieder da. Mühsame Fledermausfütterung in Viersen bei Düsseldorf. Eigentlich fangen die großen Abendsegler ihre Beute in der Luft. Aber Fliegen ist für diese Tiere gerade nicht möglich. Hier ist der kaputte Arm und da ist der heile. Die Fledermaus hatte Glück im Unglück. Baumfällarbeiten hatten das Flattertier und 29 Artgenossen am Silvestertag aus dem Winterschlaf gerissen. Einige Tiere wurden sogar durch die Motorsäge getötet. 11 verletzte Fledermäuse leben nun erst einmal bei Manuela Mann. Zusammen mit ihrer Familie und einer Freundin peppelt sie die Tiere wieder auf. Eine langwierige Prozedur. Wir hatten ganz viele Spreißeltiere, also Tiere, die mit durch die Kettensäge mit Holzsplittern versehen waren. Und die müssen alle raus, damit es nicht eitert.
Und da haben wir dann die nächsten 2 Tage, ja so an die 8 Stunden jeden Tag, Splitter entfernt zu viert, weil das relativ kleine Splitterchen sind, die überall auf den Körper in die Haut reingeschossen waren, hat es halt sehr lange gedauert. In 3 Wochen werden die Fledermäuse vermutlich wieder fit sein. Aus dem Haus rausgeflattert wird allerdings erst nach dem Winter. Auf jeden Fall sieht man schon, dass der Anfang Sonnenschein und dann nass kommt. Aber nur ungefähr bis Mitte des Monats. Und dann kommt wieder Schnee und dann wird es auch wieder kalt. Fängt schon an zu dauen und dann wird es ganz nass. Der Nass geht genauso los und wird aber dann von der Mitte zum Ende zu besser. Der April sieht noch genauso aus, wie ich ihn gefüllt habe. Das würde bedeuten, dass im April viel Sonne ist und wenig Regen. Brauchen wir ja gar nicht zu sagen. Ab Weiße Weihnachten oder nicht. Es sieht ja auch hier so ringsherum so nass aus. Hochwasser an der Ostseeküste. Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht zu Donnerstag die Küstenregion in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Nach lokalen Medienberichten ist das die stärkste Sturmflut seit 10 Jahren. Sie war in vielen Orten, wie hier in Wismar, deutlich höher ausgefallen als ursprünglich vorhergesagt. Naja, angekündigt war es ja, aber dass es so hoch kommt, das haben wir nicht geahnt. Also es war erst, hieß es 1,65, das ist jetzt 1,77 über normaler Hochwasser, wie es mal kommt, das konnte keiner ahnen. Ein bisschen überrascht waren wir auch. Gut vorbereitet diesmal, die haben auch gut gewarnt, also hat auch mit den Sandsäcken alles super geklappt. Also diesmal hat die Stadt richtig gut gearbeitet. Das war jetzt nicht zu hoch gekommen. Also, es war schon schlimmer. Anwohner sicherten Häuser und Gaststätten mit Spundwänden und Sandsäcken. Es kam zu Überschwemmungen. Menschen wurden allerdings nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Am Donnerstag sollen die Wasserstände langsam wieder zurückgehen. Tief Axel zieht dann weiter nach Weißrussland. Die New York Times wird es in Zukunft in China in der Apple-Nachrichten-App nicht mehr geben. Der Konzern habe auf Gesuch der Behörden sowohl die englisch- als auch die chinesischsprachigen Apps der US-Zeitung aus iTunes in China entfernt, sagte eine Sprecherin der New York Times. Dies sei, Zitat, Teil eines breiter angelegten Versuchs, Leser in China am Zugang zur unabhängigen Berichterstattung der New York Times über dieses Land zu hindern. Man habe Apple gebeten, den im Dezember vorgenommenen Schritt zu überdenken. Ein Apple-Sprecher sagte, das Unternehmen sei darüber informiert worden, dass die App gegen lokale Vorschriften verstoße. Apps anderer internationaler Publikationen sind laut New York Times weiterhin in dem App Store verfügbar. Die chinesische Regierung begann 2012 damit, die Internetseiten der New York Times zu blockieren. Zuvor hatte diese mehrere Artikel veröffentlicht, in denen es um den Reichtum ging, den die Familie des damaligen Ministerpräsidenten Wen Jiabao angehäuft haben soll. Spuren eines Schwerverbrechens. Rund 100 Kämpfer mit Verbindungen zu muslimischen Rebellen haben auf den Philippinen ein Gefängnis gestürmt und fast 160 Insassen befreit. Bei der Attacke in der Stadt Kidapawan im Süden des Landes sei ein Wärter getötet worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Unter den Geflohenen seien auch muslimische Aufständische. Der Gefängniswärter Peter Bunknath. Wir arbeiten daran, die Identität der geflohenen Gefangenen festzustellen. Gut möglich, dass einige hochgradig gefährliche Gefangene bei der Aktion entkommen konnten. 8 Flüchtige sollen nach offiziellen Angaben wieder festgenommen worden sein, 6 getötet, 2 hätten sich ergeben. Die meisten Philippiner sind katholisch.
Der Inselstaat kämpft aber seit Jahrzehnten mit muslimischen Aufständischen im Süden. Die Regierung unterzeichnete 2014 zwar ein Friedensabkommen mit der wichtigsten Rebellenorganisation MILF, es kommt aber immer wieder zu Kämpfen mit kleinen Gruppen. Bei einem Zugunglück in New York wurden mehr als 100 Menschen verletzt. Einige von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die meisten Verletzten wurden vor Ort versorgt. Sie erlitten Prellungen. Am Mittwochmorgen war ein Nahverkehrszug in einem Bahnhof in Brooklyn entgleist. Viele Augenzeugen standen unter Schock. Wir hörten einen lauten Knall und wurden zu Boden geschleudert. Viele standen schon, weil sie aussteigen wollten. Gepäck ist umhergeflogen. Ich habe den ersten Wagen gesehen und wusste, es ist etwas Ernstes passiert. Der Wagen war in der Luft, die Vorderseite zertrümmert und überall Glas auf dem Boden. Die Züge der Long Island Railroad verbinden die Metropole New York mit Vororten auf der Insel Long Island. US-Medien zufolge waren zum Zeitpunkt des Unglücks rund 600 Menschen im Zug. Laut Augenzeugen war die Fahrtgeschwindigkeit höher als üblich. Die genaue Ursache der Entgleisung war zunächst unklar. Auf der CES 2017 in Las Vegas gibt es selbstfahrende Autos zu sehen, superdünne Fernseher, aber auch Gadgets, die unser Leben leichter und angenehmer machen sollen. Ein paar skurrile, aber auch sehr hilfreiche Beispiele. Zum Beispiel Dring. Ein Wearable quasi für Senioren, ein Gehstock mit eingebauten Sensoren, die erkennen, wenn der Benutzer stürzt, wenn der Stock also hinfällt, dann schlägt der Alarm, alarmiert zum Beispiel Verwandte oder Bekannte, damit die dem gestürzten Senior zur Hilfe kommen können. Sinnvoll oder nicht? In dem Fall würde ich sagen, durchaus hilfreich. Geld sparen und dabei auch noch die Umwelt schonen, das verspricht der Duschkopf Hydrao. Der signalisiert mit rotem Licht, wenn man schon zu lange unter der Brause steht. Man kann die Duschdauer aber auch in einer App noch etwas verlängern, um sich dann noch eine extra Minute unter der Brause zu gönnen. Braucht man das? Ich sage nein. Die Lovebox kommt aus Frankreich und ist für Verliebte erfunden worden. Die können sich in dieses Kästchen hinein Nachrichten schicken. Wenn eine Nachricht eingegangen ist vom Liebsten oder von der Liebsten, dann dreht sich ein kleines Herz an der Holzbox. Brauche ich das? Nicht wirklich, aber es ist so schön romantisch. Diese kleine Kamera ist buchstäblich cool. Die Fridge Cam wird im Kühlschrank angebracht und macht, wenn die Kühlschranktür zufällt, ein Foto vom Inhalt. So kann man zum Beispiel auch unterwegs prüfen, was noch in der Kühlung liegt und was man gegebenenfalls nachkaufen muss. Kostet 129 Euro und brauche ich das? Auf jeden Fall finde ich einen ganz tollen Helfer. Das hat uns im Smart Home gerade noch gefehlt, der Hair Coach von Withings. Diese Haarbürste erkennt beim Bürsten, ob das Haar gesund ist oder zu viel Spliss hat, gibt dann auch noch in einer App Pflegehinweise. Braucht man das für 200 Dollar? Ich sage auf keinen Fall. Dylan Roof, der im Juni 2015 bei einem Anschlag auf die Teilnehmer einer Bibelstunde in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina 9 Menschen getötet hatte, hat erstmals zur Geschworenen-Jury gesprochen. Die Jury soll entscheiden, ob der im Dezember schuldig gesprochene Roof mit lebenslanger Haft oder mit dem Tod bestraft wird. Der 22-Jährige widersprach dem Argument seiner Verteidiger, dass er aus einem Wahnzustand herausgeschossen habe. Psychisch ist bei mir nichts verkehrt, sagte Roof. Er versuche auch nicht, ein Geheimnis zu verstecken. Seine Anwälte hätten ihn gezwungen, sich psychologisch begutachten zu lassen. Roof lieferte auch keine Entschuldigung oder Erklärung für seine Tat. Die Anklage hatte die Todesstrafe gefordert. Roof habe Menschen wegen der Farbe ihrer Haut getötet, weil er dachte, sie seien minderwertig, sagte der Staatsanwalt. Auch in seinen Vernehmungen nach der Festnahme hatte Roof seine Tat mit rassistischen Motiven begründet. In Tokio ist am Donnerstag ein Blauflossen-Thunfisch für umgerechnet mehr als 500.000 Euro versteigert worden. Der Thunfisch ist rund 200 Kilogramm schwer und stammt aus den Gewässern vor der Nordküste Japans. Es war die erste Auktion des neuen Jahres. Den Zuschlag erhielt der Besitzer einer in Japan beliebten Sushi-Kette, Sushi Sanmai. 6 Jahre in Folge ist er der Sieger bei der Neujahrsauktion. Im Jahr 2013 hatte er einen ähnlichen Fisch für einen Rekordpreis von umgerechnet mehr als 1,2 Millionen Euro ersteigert. Der Preis für Thunfisch ist bei der ersten Auktion des Jahres oft deutlich höher als gewohnt. Ein hohes Gebot soll Glück für das neue Geschäftsjahr bringen.